Der steht immer noch da, ne? Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Hm. Don't cry for me, Argentina! So, jetzt aber hier. Ja. Ich suche. Jetzt abbrechen, vielleicht können wir ja. Was passiert, wenn wir noch ein Kaugummi aus dem Fenster spucken? Landet das vielleicht dann auf der Limo? Wieso hat der Dr. Marcel überhaupt einen Chauffeur, sag mal? Der feine Pinkel. So, jetzt geht doch mal zum Flur. Jetzt hier nochmal. Nein! Was haben wir? Fenster in den Schrank hier. Kaugummiautomat. Kaugummiautomat benutzen. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Buah. Alt und ungenießbar. Ja! Ja! Was ist das? Eine Alarmsirene? Yeah! Ich hätte ehrlich gesagt nicht so ganz damit gerechnet, dass das jetzt klappt bei so einem schäbigen Kaugummi. Ich dachte, vielleicht muss ich den Fernseher aus dem Fenster werfen oder irgendeinen Wächter oder sowas. Jetzt aber schnell. Boah, das wird aber hakelig, wenn wir da immer dran vorbei sollen. So, und jetzt würde ich sagen, in die Küche. Schnell, schnell! Okay, draußen kommen wir nicht weiter. Im Keller gibt es, glaube ich, erstmal nichts. Aber wir haben einen Speiseplan mit mystischem Rätsel, den ich nicht so recht beurteilen kann. Besteckschrank, Speise. Ein Trolley haben wir auch noch. War der vorher schon da? Ich glaube nicht. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Okay, können wir vielleicht selber irgendwas in die Küche transportieren? Vielleicht einen Generalschlüssel, was überhaupt nichts bringt? Der ist ganz schön geräumig. Da hätten sogar alle meine Sachen Platz. Aber ich bin nicht hier, um den Stauraum zu testen. Ich würde sowieso mal gern wissen, wo du das alles hast, liebe Edna. Können wir vielleicht einen Trolley... Der ist ganz schön... Okay, Trolley. Damit wird das Essen... Nehmen? Das würde dem Koch wohl auffallen. Der würde doch eh nur grrr sagen. Reden? Hallo? Jemand zu Hause? Unbewohnt. Umso besser. Okay, alle ihre Sachen hätten Platz. Können wir den benutzen einfach? Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Huch. Nanü? Ach, hier sind die alle beim Fressen. Ach, okay, guck mal, wie süß ist das denn? Oh. Und hier sitzen die mit ihrem aufgerissenen Shirt. Und füttern sich gegenseitig. König Adrian ohne Medaille. Professor Nock und der Bienenmann. Was essen die denn da? Mal gucken. Hoti und Moti. Trolli. Hoti und Moti und Fuß. Wir haben nur Hoti und Moti und Fuß zur Auswahl hier. Ansehen. Die beiden teilen sich denselben Magen. Deswegen ist der eine auch so dürre wahrscheinlich. Können wir denen einen Generalschlüssel geben? Psst. Hoti, Moti. Hier unten. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Okay. Ach komm, fragen wir mal ein bisschen. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ja, ein paar Scherze müssen wir auch noch treiben, aber ich weiß immer noch nicht, wer, was, wie und wieso und überhaupt. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren. Ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Oh weh, wie soll ich denn das hinkriegen? Ich verkriech mich dann mal wieder. Kann ich dir noch was anbieten? Vielleicht einen Schraubenschlüssel? Psst, Hoti, Moti, hier unten. Könnt ihr zufällig Reifen wechseln? Klar. Zu zweit sollte das kein Problem sein. Wieso fragst du? Hast du einen Plan? Er formt sich gerade. Ich komme auf euch zurück.
Super, Reifenwechsler haben wir auch schon mal. Vielleicht ein Startkabel noch. Psst, Hoti, Moti, hier unten. Kennt ihr euch zufällig mit Motoren aus? Nicht die Bohne. Wieso fragst du nicht den Alumann? Den Alumann, hm? Eine gute Idee, wenn jemand denn eher... Hier, ein Kaugummi als Nachtisch. Hoti, möchtet ihr ein Kaugummi? Es ist Wünsch-dir-was-Tag und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Okay, vielleicht ein Formular. Psst, Hoti, wollt ihr zur Gruppentherapie? Leckeres Mittagessen oder langweilige Gruppentherapie? Wir nehmen das Essen. Danke trotzdem. Oh ja, jetzt lecker essen und wünscht ihr was Tag, wäre jetzt auch super. Ich würde mir auch gern was wünschen. Wollt ihr vielleicht Ketchup zum Essen? Psst, Hoti, wollt ihr etwas Ketchup dazu? Es ist wünscht ihr was Tag und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Okay, war ja nur eine Frage. Vielleicht Topflappen oder vielleicht ein Drink oder vielleicht ein Telefon? Nein, es ist unhöflich, über Mittag anzurufen. Na gut, bitteschön, lass die halt essen. Vielleicht können wir die festnehmen und ein bisschen Essen abgreifen. Nein, ich ermittle verdeckt. Ach so, das wusste ich nicht. Vielleicht Captain? Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, etwas so heiß zu kochen, wie es gegessen wird. Das ist ja unfassbar. Ich kenne niemanden, der das kann. Sieh nur, Harvey. Es sind Hoti und Moti. Ich frage mich, wo die in der Zwischenzeit abgeblieben waren. Ist eine gute Frage. Wahrscheinlich mal kurz wohin gegangen. Der eine und der andere woanders hin. Eine Schere, vielleicht ein Strohhalm, haben sie wahrscheinlich auch alles, was sie brauchen. Ich glaube, viel können wir da nicht mehr rausholen. Vielleicht noch ein paar Topflappen oder vielleicht einen alten Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu Dr. Marcells Geheimraum. Ich glaube nicht, dass Hoti und Moti daran interessiert sind. Glauben kannst du einer Moschee, du sollst den geben, verdammt. Na gut, da kommen wir nicht weiter. Hier haben wir noch einen Fuß. Vielleicht kannst du den... Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Vielleicht kannst du ja Fußnägel knabbern. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Aber der Bienenmann hat ja noch gar nichts getan. Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Aber der Bienenmann hat ja noch nichts getan. Vielleicht einen alten Kaugummi? Das ist doch brutal. Nicht nötig. Da klebt schon genug Kaugummi dran. Vielleicht ein Startkabel? Das wird ihn wohl kaum in Gang bringen. Die Frage ist, was wird? Ich hätte da eine Gabel, die ich reinrammen könnte. Aber ich glaube fast, dass das sogar richtig ist. Oder ein Messer oder sowas. Oder mit einer Zickzackschere einfach den Fuß abschneiden. Das geht natürlich auch. Da kleben genug Essensreste für einen weiteren Wünsch-dir-was-Tag zwischen den Zehen. Kleiderbügel? Yep, das Fußkleid fehlt. Der Mauken ist schutzlos. Ach, das Fußkleid. Ah, jetzt, ja. Huh, da hat schon jemand unterschrieben. Terry Pratchett. Ach ja, auf dem Fuß, ganz klar. Wo soll der auch sonst unterschreiben, der Terry? Also Scheibenwelt und so, ne? Wer das nicht kennt, hier, dringend lesen. Hier ist doch was faul. Guck zwischen den Zehen nach. Lustig, wie der Harvey da so liegt. Fällt mir jetzt erst auf. In diesem Bild hol... Das kannten wir schon, glaube ich. Vielleicht. Ach Mensch, hier ist alles so richtig. Was hältst du von diesem nackten, ungeschützten Fuß, Harvey? Ich denke, der Fuß ist fällig. Keine Gnade. Na gut, Harvey, wenn du das so sagst, ich würde sagen, dann probieren wir es mal mit der Gabel. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Toll. Hat ja super funktioniert. Vielleicht dann mit dem Poloschläger. Bevor ich anfange, für... Okay, ich glaube, das klappt alles, aber wir können die anderen ja gar nicht ansprechen. Wir brauchen also einen Plan. Die Frage ist aber, woher kriegen wir einen Plan? Lustig, wie der Trolley immer hin und her geschoben wird. Oder vielleicht rollen wir selber rein. Wir haben einen Speiseplan. Der Bienenmann hat Hähnchen. Hoti und Moti haben Mokka-Pudding. Adrian hat Kartoffeln. Ich könnte ja einfach mal alles... Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht. So. Damit wird das Essen in die... Ja, benutzt den nochmal, bitte. Das könnte klappen. Ja, das... Ja, komm. Professor Nock ist am Fressen.
Ich weiß nicht so recht, ob man jetzt alle glücklich oder unglücklich machen soll. Da bin ich so ein bisschen verunsichert. Alle essen zwar, aber... Ich glaube, wenn wir eine Essensschlacht machen wollen, müssen die eigentlich alle unglücklich werden, ne? Bevor ich anfange... Ja. Die Frage ist, woher finden wir denn raus, wer was nicht mag? Ja, hier, den Trolli sollst du benutzen, Mädchen. Ach so, gehe zu Trolli. Das ist Ausgang, deswegen. Professor Nockhähnchen. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Ich hoffe, das ist jetzt noch die Billy-Aufbauanleitung, wo ich die ganzen... Ja, da sind die Psycho-Sachen. Der Nock ist jetzt auch noch mit dabei. Peter, Hoti und Moti. Peter, Hoti, Adrian ist auch drin. Droggelbecher ist nicht beim Essen. Dafür der Bienenmann. Dann schreibe ich gerade nochmal den Nock dazu. Moment. So, Droggel habe ich durchgestrichen, habe mir den Nock dazu geschrieben. Der Nock isst offenbar gerne Hähnchen. Wie schreibe ich das jetzt noch dazu? Verdammt, ich habe gar keinen Platz auf der Liste. Na, Moment, ich probiere mal weiter. Sekunde. So, hier, Nock. Adrian. Peter. Hoti. Peter, Hoti, Adrian, Nock, Bienenmann. Biene. So. Nock. So, Nockhähnchen habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wo wir das sonst rauskriegen, wer da was mag. Oder wer da was nicht mag. Bienenmann Brei. Tausche ich mal mit, was kann denn der Bienenmann gerne essen? Brei passt ja eigentlich, so Honigbrei oder sowas. Kartoffeln würden gut zum König passen. So, ich mach mal so. Mal gucken, wer jetzt, ob jetzt noch einer happy, jetzt geht doch mal zurück. Mal gucken, ob jetzt noch einer happy ist. Ich muss hier ein bisschen rumprobieren, ne? Sorry dafür. Ich weiß nämlich nicht, wer hier was gerne mag. Ich sehe immer noch keine Begeisterung, obwohl der Bienenmann jetzt mit dem Fuß wippt. Ja, der Bienenmann wippt mit dem Fuß und Peter ist ja sowieso generell immer unglücklich. Ich glaube, der Bienenmann ist jetzt happy. Ach Mann, hier, Ausgang, komm. Bienenmann. Was hat denn der Bienenmann jetzt? Der Bienenmann hat Mokka-Pudding. Biene. Mokka. Adrian, Peter, Hoti fehlen noch. Adrian. Adrian, Peter, Hoti, die oberen drei. Okay. Gehe zu zurück. Jetzt benutzen wir nochmal den Trolli. Lalalalala. Das könnte klappen. Ja. Dann klappt mal. Ich sehe keine richtige Gemütsregung hier eigentlich. Also Peter wird, glaube ich, immer unglücklich aussehen. Der stochert immer nur in seinem Essen rum. Gehen wir nochmal zurück. Das scheint nicht so richtig zu sein.